In diesem Video will ich den neuen Adventurer 5M Pro von FlashForge etwas genauer unter die Lupe nehmen und prüfen, ob sich der Kauf lohnt. Bis auf ein paar Adhäsionsprobleme, die man aber wie ich zeige leicht in den Griff kriegt, ist das nämlich meiner Meinung nach ein echt guter Core XY Drucker mit Gehäuse. Danke an der Stelle an FlashForge, die mir den Drucker hierfür zur Verfügung gestellt haben. Auch wenn oben links Werbung steht, werde ich natürlich wie immer ehrlich berichten. Der Drucker kommt in einen Karton, den wir uns nun etwas genauer anschauen. Darin finden wir zunächst eine Kurzanleitung sowie einen USB-Stick von SanDisk. Der Drucker selbst ist darunter mit Schaumstoff und Eckgleisen sehr gut verpackt. Einmal aus dem Karton geholt, können wir nun die groben Schutzfolien abholen. Hier wurde sogar darauf geachtet, das Klebeband einzuknicken, dass man besser greifen kann. Wenn wir die obere Klappe des Druckers öffnen, dann finden wir unter weiterem Schaumstoff das Stromkabel, 250 Gramm PLA und eine Schachtel mit weiteren Tools. Der Schaumstoff hält fast schon ein bisschen zu gut, dadurch kann aber auf jeden Fall beim Transport nichts locker werden. Die Toolschachtel besteht aus einem kleinen Seitenschneider, einem Klebestift, der Filamenthalterung, einer 0,6 mm Düse zum Wechseln, einem Schraubendreher, drei Imbusschlüsseln, Schmiermittel sowie einer Nadel zum Lösen von Verstopfungen. Bevor wir den Drucker nutzen können, müssen wir noch die Transportsicherung des Druckers entfernen. Hierzu drehen wir einfach die vier Schrauben an den mit Pfeilen markierten Stellen raus. Die Stelle zur Montage des Filamenthalters auf der Rückseite des Druckers ist ebenfalls markiert. Das Beste kommt zum Schluss. Jetzt noch die restlichen Folien abziehen und der Drucker kann angeschaltet werden. Bevor ich damit beginne, will ich aber erst noch meinen ersten Eindruck in Worte fassen. Hier ist mir nichts großartig Negatives aufgefallen. Ganz im Gegenteil bin ich sogar sehr positiv überrascht. FlashForge hat hier auf viele Kleinigkeiten geachtet. Der Drucker hat unten Einkerbungen, die den Transport und das Rausheben aus dem Karton erleichtern. Die Anleitung ist übersichtlich und auch der mitgelieferte USB-Stick ist von einer namenhaften Marke, sodass von einer langen Lebensdauer ausgegangen werden kann. Im Innenraum des Druckers gibt es eine Führung für das Druckbett, welches beidseitig beschichtet ist. Leider auf beiden Seiten mit der gleichen Beschichtung. Außerdem gibt es sowohl eine Beleuchtung als auch eine integrierte Kamera. Zuletzt ist noch die Filamentspule mit 250 Gramm zu erwähnen. Andere Hersteller liefern hier nur gerade genug für ein bis zwei Benchies. Zur Einrichtung des Druckers stecken wir nun zunächst hinten das Stromkabel an und wir drücken den Schalter. Ich habe hier auch direkt ein LAN-Kabel mit angeschlossen. Anschließend können wir auch direkt auf der Vorderseite den Einschaltknopf drücken. Der Drucker lässt uns nun die Sprache auswählen, woraufhin wir die automatische Kalibrierung starten können. Hier wird zunächst ein vollautomatisches Leveling durchgeführt. Danach folgt ein Test, welcher das Vibrationsverhalten des Druckers analysiert. So können später während des Drucks Vibrationen kompensiert werden. Der Drucker hört sich bei diesem Test etwas so an, als würde er gleich abheben. Das ist aber völlig normal. Nach knapp 10 Minuten ist das Ganze dann abgeschlossen und der Drucker fordert uns auf, Filament zu laden. Dazu müssen wir einfach das PLA hinten in den PTFE-Schlauch und dann oben in den Extruder einführen und auf Load klicken. Hier wird nun meiner Meinung nach fast ein bisschen viel extrudiert, so bleiben aber sicher keine Rückstände des vorherigen Filaments. Nach Abschluss können wir dieses entfernen und mit dem ersten Testdruck beginnen. Hierzu klicken wir einfach auf Print. Und der Drucker beginnt ganz spektakulär mit dem Druck eines Quaders. Dieses sieht gut aus. Man könnte hier zwar die Elefantenfüße bemängeln, das ist, denke ich, aber Absicht, um einen guten Halt auf der Druckplatte zu erreichen. Nun aktiviere ich im Drucker die LAN-Verbindung und ich merke mir die IP-Adresse für später. Wo wir schon dabei sind, kann ich auch direkt die Kamera und die Erstellung von Zeitrafferaufnahmen aktivieren. In den Einstellungen kann ich nun zunächst ein Update durchführen. Das funktioniert auch komplett vollautomatisch, ohne dass man mit Firmware-Dateien rumhantieren muss. Nach einem Neustart und einem kurzen Update-Screen ist der Drucker dann nach kurzer Zeit wieder verfügbar. In einem Webbrowser können wir nun die IP-Adresse des Druckers gefolgt vom Port 8080 eingeben und wir kommen auf das Webinterface der MJPG-Streamer-Applikation. Hier können wir die Kamera beobachten. Bei einem Druck sieht das dann wie gezeigt aus. Auf jeden Fall gut genug, um Druckfehler zu erkennen. Da der Drucker ein Benchy in 14 Minuten schaffen soll, wollen wir das nun auch noch testen. Die Datei dafür liegt direkt auf dem Drucker und der Druck kann einfach gestartet werden.
Beim ersten Versuch hat das leider gar nicht funktioniert. Ich hatte aber auch den Klebestift nicht verwendet, so wie es in der Anleitung steht. Daher habe ich das Druckbett damit bestrichen und es erneut versucht. Diesmal hat sich der Druck zwar etwas später gelöst, ich hatte aber immer noch dieselben Probleme. Nach einer genaueren Analyse der Druckdatei habe ich festgestellt, dass die Druckbetttemperatur nur 35 Grad beträgt. Da ich sonst eher mit 50 bis 60 Grad drucke, damit sich das PLA besser mit der Platte verbindet, habe ich hier einfach mal die G-Code-Datei per Hand editiert und die Betttemperatur auf 50 Grad gesetzt. Einmal den Druck neu starten und siehe da, diesmal hat alles bestens funktioniert. Das Ganze hat nur 14 Minuten gedauert. Es bleibt mir aber immer noch ein Rätsel, wieso hier die Betttemperatur auf 35 Grad gestellt wurde. Wenn da jemand eine Idee hat, dann bitte gerne in die Kommentare damit. Einmal vom Druckbett entfernt, können wir sehen, dass das Ergebnis für die kurze Druckzeit echt erstaunlich gut ist. Es ist zwar nicht 100% perfekt, dafür gibt es aber keinerlei Anzeichen von Stringing. Im Druckermenü können wir uns nun noch die Zeitrafferaufnahme anschauen. Wir können diese über einen Button auf den eingesteckten USB-Stick kopieren, leider ist die Qualität aber nicht besonders berauschend und auch am Ende ein Teil abgeschnitten. Hier bietet es sich wahrscheinlich eher an, mit einem PC den Stream der Kamera aufzunehmen. Mit dem VLC Media Player lässt sich das zum Beispiel umsetzen. Bevor wir nun weiterdrucken, will ich den Filamentwechsel testen. Hierzu wählt man das entsprechende Untermenü und man kann eine kleine Erklärung sehen. Zunächst schneiden wir das alte Filament am Extruder ab und entfernen dieses. Anschließend können wir auf den Startbutton drücken und das neue Filament in den Extruder nachschieben. Auch hier wird wieder ziemlich viel extrudiert. Bei einem Farbwechsel von zum Beispiel schwarz auf weiß könnte das aber durchaus hilfreich sein. Da der Drucker mit dem eigenen Slicer Flashprint und Unterstützung im Orca-Slicer kommt, will ich nun beides testen. Zunächst habe ich dafür einen Kalibrierungswürfel in Orca gesliced. Der Druck hat keinen Klebestift benötigt, 12 Minuten gedauert und die Maße waren bis auf 0,05 mm passend. Die Adhäsion hätte allerdings etwas besser sein können, da sich der Würfel links etwas von der Platte gehoben hat. Wahrscheinlich wegen zu viel Kühlung vom Lüfter, der dort sitzt. Als nächstes habe ich Flashprint gestartet, was erstaunlich schnell ging. Hier habe ich das Standardprofil schon ein wenig modifiziert, um die Adhäsion zu verbessern, die im Standardprofil mangelhaft war. Das umfasst eine Erhöhung der Betttemperatur und einen langsameren Druck sowie eine reduzierte Kühlung bei den ersten Ebenen. Hier war die Adhäsion ohne Klebestift perfekt, und der Druck hat nur 6 Minuten gedauert. Die Maße waren sogar noch etwas präziser. Dafür waren die Kanten und die Oberfläche aber nicht so schön. Ich habe hier noch etwas mit Flashprint experimentiert und durch eine langsamere Geschwindigkeit konnte ich das Problem mit den Kanten lösen, während die Druckzeit mit 9 Minuten immer noch schneller als bei Orca war. Insgesamt kann man hier also, wenn man das richtig macht, mit allen Slicer durch leichte Modifikationen die Ergebnisse noch etwas verbessern. Meine erstellten Profile habe ich hier in der Beschreibung verlinkt. Zum Testen der Präzision habe ich jetzt noch eine Art Fidget Spinner mit Zahnrädern gedruckt. Das Print-in-Place Modell hatte keinerlei Probleme und funktioniert erstaunlich gut. Als letzten Druck habe ich noch den Vase Mode im Flashprint getestet. Auch hier habe ich nochmal ein eigenes Profil mit einer größeren Linienbreite und ein paar weiteren Modifikationen erstellt. Am nach 27 Minuten resultierenden Druck lässt sich nichts aussetzen. Und durch mein Profil ist das Ergebnis sogar komplett wasserdicht. Zuletzt will ich mir noch den Düsenwechsel anschauen. Dafür müssen wir einmal das Filament abschneiden. Anschließend kann am Extruder links und rechts gedrückt werden, um das Hotend zu entfernen. Im Lieferumfang befindet sich noch ein 0,6 mm Hotend, welches wir nun einfach einstecken können. Flashforge wirbt hier mit einem Düsenwechsel in 3 Sekunden. Das ist sehr gut erreichbar, wenn man das Abschneiden und Neueinführen des Filaments nicht mitrechnet. Zum Schluss noch ein paar weitere Kleinigkeiten. Von der Lautstärke habe ich auf einem Meter Abstand 70 Dezibel bei offener und 65 Dezibel bei geschlossener Tür gemessen. Wenn man den Drucker nicht auf voller Geschwindigkeit nutzt, dann ist das natürlich noch viel leiser. Außerdem sind im Drucker noch austauschbare Luftfilter verbaut, durch welche der Drucker entweder innerhalb des Druckers oder auch mit dem Außenbereich zirkulieren kann. So können auch Materialien wie ASA unbedenklich gedrückt werden. Was hier noch zu nennen ist, ist, dass man leider nur eingeschränkten Zugriff auf den Drucker hat. So kann man zwar die Motoren steuern, allerdings ist der Extruder leider nicht manuell ansteuerbar. Und zuletzt hier noch ein Bild aus Flashprint, der momentan leider einzigen Möglichkeit, den Druckerstatus über das Netzwerk einzusehen. Nun ist es natürlich noch Zeit für ein abschließendes Fazit.
Der Drucker hat mich insgesamt sehr positiv überrascht. Er hat zwar ein paar Probleme mit der Adhäsion, diese lassen sich allerdings durch ein paar Anpassungen im Slicer schnell in den Griff bekommen. Ansonsten ist das Einzige, was mich noch stört, die Verschlossenheit des Systems. Man hat hier leider keine Weboberfläche oder App, so wie bei anderen Druckern. Für weniger anspruchsvolle Nutzer ist das vielleicht sogar förderlich, da man nicht direkt überfordert ist und weniger kaputt machen kann. Fortgeschrittene Nutzer haben dadurch aber leider weniger Optionen. Sehr positiv ist auf jeden Fall, dass der Drucker Dinge wie das Leveling vollautomatisch durchführt und die Druckergebnisse sehr überzeugend sind. Auch das Design ist sehr ansprechend und ich wüsste bei den vielen Features nicht, was mir noch groß fehlen würde. Ich für meinen Teil würde den Drucker auf jeden Fall empfehlen, wenn man nicht unbedingt Zugriff auf das darunterliegende Clipper benötigt. Ob der Drucker geeignet ist oder nicht, kann aber spätestens nach dem Video hoffentlich jeder für sich selbst beantworten. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit dem Video weiterhelfen konnte. Lass gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich plane auf jeden Fall in Zukunft auch noch ein Curo-Tutorial für diesen Drucker.